Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Wie gut tut es mir, im Kloster über einen Gang zu gehen, einen Mitbruder zu treffen und sich ein kurzes Zunicken, ein kurzes Lächeln zu schenken. Ein Lächeln kann manchmal mehr sagen als 1000 Worte. Und Gott selber, er lächelt uns an. Er schenkt uns das Wort seiner Güte, die Geste seiner Liebe, wie es im Psalm heißt: Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten. Wenn sein Angesicht über uns leuchtet, dann ist es wie ein Lächeln, das uns den Alltag verschönert, das uns im Alltag Kraft gibt, das uns im Alltag nicht aufgeben lässt und uns immer wieder zeigt, unter welchem Gesicht, unter welcher Liebe, unter welchem Stern wir gehen, nämlich unter dem Angesicht Gottes, das uns Güte, Leben und Liebe schenkt. Lassen wir uns immer wieder davon anstecken und schenken wir denen, die uns begegnen, auf der Straße, auf Fluren, in der Arbeit, ein kurzes Lächeln und ein Kopfnicken. Und lassen wir so auch ein wenig unser Angesicht über anderen Menschen leuchten. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, wir danken dir, dass dein Angesicht segnend über uns leuchtet. Du lächelst uns an mit deiner Güte. Du schenkst uns das Wort des Lebens. Führe uns durch diese Nacht und entziehe uns auch morgen nicht dein gütiges Lächeln, dein Angesicht, das über uns leuchtet und uns segnet. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.